In diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du die Erlösfunktion ableitest, damit du dein Erlösmaximum berechnest. Moin Moin zusammen, du möchtest deinen maximalen Erlös ermitteln und hast die Erlösfunktion oder die Umsatzfunktion gegeben. Zuallererst, Erlösfunktion und Umsatzfunktion, beides dasselbe, anderes Wort sieht einfach erotischer aus. Grundsätzlich, wie du die Erlösfunktion aufbaust, habe ich ein sehr ausführliches Video unten in der Beschreibung, da kommt noch dieses Gekritzel her. Und nun möchte ich auf folgenden Punkt mit dir eingehen. Du möchtest jetzt den Erlös ermitteln, wo du maximal machst, den maximal möglichen Erlös, mit dem ganzen Konstrukt hier. Was mache ich also? Ich nehme meine Erlösfunktion, die ich hier habe, die habe ich eben schon ermittelt, und die leite ich jetzt einfach sauber ab. Also E' von x ist gleich. Und jetzt müssen wir die Basic-Ableitungsregeln setzen. Das kann auch mal schwerer sein als einfach nur eine Parabel. Da kann ln, e, da kann alles Mögliche drin sein. Deswegen müssen dafür eben diese Basics und alle Ableitungsregeln sehr gut sitzen. Und nun, da es hier recht simpel ist, naja gut, wie leite ich das ab? Ich ziehe die hoch 2 nach vorne, darum steht da 2 mal minus 2 und das x bleibt auch und die hoch 2 mache ich minus 1. Wirklich, da muss die Basics-Regel einfach sitzen und 70x abgeleitet ergibt 70 und darum kriegst du eine Erlösfunktion, eine Grenzerlösfunktion, das ist es eben, das ist deine Grenzerlösfunktion, wenn du die Erlösfunktion ableitest, von minus 4x hoch 1, aber man kann es hoch 1 weglassen, ne? Darum steht einfach minus 4x plus 70. Sehr schön. Und das repräsentiert nun für jedes weitere Stück, was ich verkaufe, wie erhöht sich mein Erlös. Aber dazu ein anderes Thema. Und nun muss ich das Ganze einfach 0 setzen, weil ich möchte wissen, ab welcher Menge ich meinen maximalen Erlös mache. Also wenn ich das 0 setze, dann muss ich dann Äquivalenz zur Formel minus 70 machen, steht da minus 4x ist gleich minus 70, dann mache ich geteilt durch minus 4 und dann habe ich eben ein x von 17,5. Und das ist jetzt eben die Anzahl, wann ich den maximalen Erlös mache. Wenn ich 17,5 Steine zum Beispiel verticke bei der Erlösfunktion, dann mache ich den maximalen Erlös. Und nun musst du dich fragen, okay, wie hoch ist denn der maximale Erlös? Und dann nehme ich eben meine Anzahl und ballere die in meine Erlösfunktion. Weil die repräsentiert ja meinen Erlös. Ich habe sozusagen nur einen Trittbrettfahrer gesucht, jemanden, den ich nutzen konnte. Ich habe einfach die Ableitung gebildet. Diese Funktion habe ich 0 gesetzt, habe dadurch mein x. Und dieses x setze ich aber wieder in meine ganz normale Erlösfunktion. Also setze ich ein, e von 17,5 ist gleich minus 2 mal 17,5 ins Quadrat plus 70 mal 17,5. Und das ausgerechnet ergibt, wenn ich 17,5 verticke bei der Erlösfunktion, dann mache ich einen Erlös von 612,50 Euro. Und dafür ist es da. Also kurz und klein, was ist zu beachten? Möchte ich den maximal möglichen Erlös oder minimal möglichen Erlös haben, mache ich am folgendes. Ich nehme die Erlös- bzw. die Umsatzfunktion, leite den Bad Boy einfach ab, setze diese Ableitung 0 und dann setze ich diesen Wert, den ich habe, wiederum wieder in meine Ausgangsform, also in die Erlösfunktion ein. Gut, falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut!